ist in Kraft. Es gibt kein Entkommen. Wer einen Fluchtversuch unternimmt, wird liquidiert. Komm schon, nicht aufgeben! Neu formieren! Bei allen Sternen. Das ist schrecklich! Diese Sklaven kapieren es einfach nicht! Zurück! Nehmt euren Platz! Mandalorianer, die hierher kamen. Wo ist ihre Fähre? Oh. Wie könnt ihr es wagen? Ihr dringt in meine Heimat ein, stört meine Geschäfte. Diese undankbaren Narren gehören mir. Dass ihr sie irregeleitet habt, wird euch den Kopf kosten. Ich habe mit allem hier nichts zu tun. Da habe ich einen anderen Eindruck. Ich habe nichts davon, euch anzulügen, Hutte. Denkt ihr, ich glaube, dass meine Sklaven rein zufällig ausgerechnet jetzt rebellieren, wo ihr und diese diebischen Mandalorianer hier auftauchen? Das Huttenkartell wird diesen Akt der Aggression nicht wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Eure imperialen Freunde werden bedauern, was ihr hier getan habt. Dafür werde ich persönlich sorgen. Sie werden den Tag verfluchen, an dem ihr es gewagt habt, den majestätischen Yuzindu herauszufordern. Tu das nicht! Yeah.
Hier drüben! Hier geht's lang! Was ist hier los? Wer seid ihr? Dafür ist jetzt keine Zeit! Ihr sucht eine Fähre der Mandos, richtig? Ich weiß, wo ihr sie findet. Wie habt ihr... Kommt einfach! Welche andere Option habt ihr schon? Schön. Bewegung! Nein, wartet! Wir können euch helfen! Ich komme zurecht. Wenn ihr helfen wollt, kommt am besten zu unserem Versteck. Dort erkläre ich euch mehr. Geht zu den Tunneln. Ich führe euch über euren Kommunikator hin. Geht jetzt! Schnell! Das war extrem leichtsinnig. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir saßen in der Falle. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Hoffentlich finden wir einen Weg aus diesem Schlamassel. Schnell! Ich hoffe, ihr seid mittlerweile in den Tunneln. Sonst macht das hier nicht viel Sinn. Wir sind in den Tunneln. Gut. Irgendwann kommt ihr an eine Kreuzung mit 4 Abzweigungen. Geht von dort nach Norden. An der großen Rampe müsst ihr euch nach Osten wenden. Schon am Gerüst? Falls ja, seid ihr gleich da. Muss ich hinunter zu... was immer da unten ist? Ja, schon gut. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Niemand, der für Yuzindu arbeitet, käme auf die Idee, sich auch nur in die Nähe zu wagen. Passt auf dem Weg nach unten auf, wo ihr hintretet. Oh, ihr seid hier. Adi sagte mir, dass ihr kommt. Er wird bald hier sein. Rakit, wir haben Driva verloren. Auf dem Innenhof. Verdammt! Ohne sie kommen wir nicht in die Alarmsysteme. Ich weiß. Aber ich hoffe, diese feinen Leute hier können für sie einspringen. Machen wir's kurz. Ich bin Adi, das ist Rakit. Ah, ich denke, wer ihr seid, wissen wir. Aber wie sollen wir euch ansprechen? Ich bin, Saha. Wunderbar. Ihr habt es vermutlich bemerkt, aber wir versuchen eine Menge Leute aus der Knechtschaft von Yuzindu, unserem geschätzten Arbeitgeber, zu befreien. Und vermutlich habt ihr auch bemerkt, dass es nicht sonderlich gut läuft. Es ist ja nicht so, dass wir es mit unüberwindbaren Hindernissen zu tun hätten. Zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen. Habe ich. Hier bleibt nichts geheim. Einige unserer Leute in der Stadt sagten, ihr wärt auf der Suche nach einer Mando-Fähre. Wie es das Schicksal will, suchen wir dasselbe. Mehr oder weniger. Die Fähre ist im Hangar der Raffinerie und in genau den wollen wir rein. Wir haben uns monatelang darauf vorbereitet, dort einzubrechen, aber seit dieser Explosion mangelt es uns an den dazu nötigen Leuten. Wenn ihr uns unter die Arme greift, kommen wir alle in diesen Hangar. Schnurstracks zu der Mando-Fähre, die ihr sucht. Ich dachte, die Wachen würden fliehen. Schon gut. Wir haben keine Zeit, jeden kleinen Fehler auszudiskutieren. Das klingt für mich nicht nach einem Fehler. Je nachdem, wie viele Wachen sie erledigt hat. Rakit, wir müssen unseren Plan wieder auf Kurs bringen, und zwar schnell. Alles andere wäre für uns unmöglich.
Sobald wir im Hangar sind, bekommt ihr eure Fähre und wir verschwinden von hier. Ich verspreche euch, ihr kommt da nur rein, wenn wir zusammenarbeiten. Yuzindu hat alles abgeriegelt, als ihm klar wurde, dass wir uns den Weg freikämpfen. Wie geschmiert. Als die Mandalorianer kamen, dachten wir, das war's. Dabei hatten sie nichts mit Yuzindu zu schaffen. Er hat die Fähre der Mandos, eure Fähre, in den Hangar der Raffinerie bringen lassen. Zusammen mit allen anderen Schiffen, Gleitern und Frachtkrähen des gesamten Distrikts. Es gibt genügend Fähren, um uns alle von hier wegzubringen. Runter von Hutta. In die Freiheit. Wir müssen nur in diesen Hangar kommen. Das werdet ihr. Wir werden euch helfen. Nicht wahr? Habt ihr eine bessere Idee? Falls es hilft, was wir tun müssen, sollte für euch beide recht einfach sein. Das wäre allerdings nicht der Fall, wenn ihr beschließen solltet, es allein mit Yuzindu und seinen zahllosen Schergen aufzunehmen. Die müssen wir nämlich aus dem Weg räumen. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass sich unsere Leute selbst gegen alle Überraschungen verteidigen können, die uns im Hangar möglicherweise erwarten. Wir haben das oft genug versucht, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Wenn wir Yuzindu treffen wollen, wo es weh tut, brauchen wir Waffen, Sprengstoff und Wege, seine Wachen auszuschalten. Eigentlich brauchen wir nur genug, um einen sicheren Weg zu den Fähren freizuräumen. Wir wissen genau, was getan werden muss. Wir brauchen nur die Leute dazu. Und wir müssen ihnen helfen, das Ganze zu überleben. Wir haben hier alles aufgeschlüsselt. Werft einen Blick darauf, wenn ihr bereit seid. Anfang ist gemacht. Wir müssen nur noch ein paar weitere Pipelines umleiten. Müssen wir aber eine Menge Tibana-Gas umleiten, oder? Definitiv. Und wir sind noch nicht damit fertig. Alles klar.
klar, ihr Tölpel. Der Boss sagt, wir sollen den Hangar räumen, also bewegt euch! Hopp, hopp! Das war's vermutlich, denke ich. Ich... Flucht die ganze Raffinerie in die Luft sprengen. Was? Wartungsdruiden können das Tibana-Gas aus den Pipelines extrahieren. Seht euch nach einem Wartungsterminal um, mit dem ihr einen der Druiden hacken könnt. Habt ihr den Druiden? Aktiviert die Pipeline-Bürsten. Sie leiten das gesamte Tibana-Gas zur Müllentsorgung um. Haltet die Augen nach Yuzindus Wachen offen. Das ist kein reguläres Wartungsintervall.
Sie werden wissen, dass etwas nicht stimmt. Unterwegs zur Müllentsorgung, um das Tibana-Gas abzuholen. Wir sind bereit. Bereiter denn je. Wir müssen jetzt losschlagen. So eine Chance bekommen wir nie wieder. Oh, da wäre noch etwas. Sahar, könnt ihr einen Blick auf die Verschlüsselungscodes unserer Kommunikationsfrequenzen werfen? Wir dürfen nicht riskieren, dass Yuzindus Leute unseren Funkverkehr hacken. Ich habe das Gefühl, ihr kennt euch aus, was das angeht. Oh, natürlich. Ich bin gleich wieder da. Das alles war hart für sie. Jeder Gedanke in ihrem Kopf wird von unserem Kampf verdunkelt. Und dem Kampf eines anderen. Aber Leuten zu helfen scheint, ihre Entschlossenheit ein wenig zu stärken. Alles, was ihr bisher getan habt, wird Yuzindus Verstärkung bremsen. Allerdings nicht lange. Wenn wir das hier durchziehen wollen, ehe die Verstärkung der Schnecke unsere Verteidigung überwindet, müssen wir uns für die letzte Phase des Plans trennen. Das heißt, ihr seid auf euch gestellt. Kriegt ihr das hin? Das ist die richtige Einstellung.
Adi wird den Lastenaufzug des Hangars aktivieren. Er fasst genügend Leute, um die Sicherheitsteams zu überwältigen, die bereits vor Ort sind. Das heißt, mehr Leute in diesen Fähren und mehr Leute, die wir aus diesem Sumpf wegschaffen können. Ich kümmere mich um die Abwehrgeschütze und sorge dafür, dass sie abgeschaltet sind, bevor wir den Hangar betreten. Ihr, meine Liebe, habt die wichtigste Aufgabe von allen. Selbst wenn wir den Hangar kontrollieren, ist unser Zeitfenster, um von dort zu verschwinden, zu klein. Wir können nicht in jeder Fähre manuell die Zielkoordinaten eingeben. Wenn ihr euch Zugang zum Kontrollturm verschafft, könnt ihr allen Fähren gleichzeitig Zielcodes schicken. Die Koordinaten bekommt ihr von mir, sobald wir aufbrechen. Ich habe die Konsole des Kontrollturms mal repariert. Sie kann ziemlich zimperlich sein. Ich erkläre euch, wie ihr sie zum Laufen bekommt, falls es irgendwelche Probleme gibt. Während ihr beiden das macht, sehe ich nach Sahar. Hier. Sagt Adi nicht, dass ich euch das gegeben habe. Weil er es nicht verstehen würde. Es sei denn, ich zeige es ihm. Gebt diese Koordinaten einfach in die Konsole des Kontrollturms ein, wenn es soweit ist. Die Koordinaten, die Adi euch schicken wird, sie bringen euch nach Rodia. Er denkt, dort sind wir alle sicher. Aber die Hutten haben ihn verschleppt, als er noch ein Kind war. Seitdem war er nicht mehr dort. Wir werden dort niemanden kennen. Wir werden mittellos sein. Das wäre keine Heimat. Die Koordinaten, die ich euch gab, bringen uns zu einem Lager von Evoki-Rebellen. Auf Hutter. Ich habe sie bereits kontaktiert. Sie sind bereit, uns aufzunehmen, wenn wir unseren Beitrag leisten. Ja, wir sollen kämpfen. Sie werden uns ausbilden. Dann greifen wir die Hutten an und holen uns Evoka zurück. Ginge es nur um meine Freiheit, würde ich weglaufen, wie Adi es verlangt. Ich will meine Heimat zurück. Wie es aussieht, wissen alle, was sie zu tun haben. Bereit? Es ist Zeit zu gehen. Mit allem, was wir haben, aber es werden immer mehr Waffen. Ah!
Sicherheitsprotokoll, das alle meine Versuche, die Geschütze zu überladen, verhindert. Mir geht's genauso. Sobald ich mich durch die Abriegelungsprotokolle gehackt habe, erscheint eine Warnung, dass der Aufzug erst nach der Abschaltung der Notfallsysteme aktiviert werden kann. Soll das ein Witz sein? Wann hat Yuzindu Sicherheitsfunktionen installiert? Keine Ahnung. Aber wenn mir nicht bald etwas einfällt, sitzen hier eine Menge Leute mit uns fest. Und wenn diese stinkende Schnecke erfährt, was wir hier machen, bevor ich diese Geschütze lahmgelegt habe, können wir uns alle warm anziehen. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Wir haben keine Zeit, beide zu erreichen. Gut, beeilt euch! Alles klar. Ihr beiden schaltet diese Geschütze ab. Wird gemacht. Wir kriegen das hin, Adi. Das weiß ich. Ich arbeite weiter an diesem Aufzug. So ein Sicherheitsprotokoll habe ich noch nie gesehen. Hier muss irgendwo eine Wache mit dem Sicherheitscode-Zylinder für seine Abschaltung sein. Ich finde eine. Thank you.
Rakit, ich habe den Sicherheitscode-Zylinder. Findet einen Sicherheitsknoten. Dann könnt ihr mir den Code schicken. Das war's. Sicherheitscode hochgeladen. Rakit? Nur noch ein paar Sekunden. Schon. Gleich ist es vorbei, verdammtes Gesindel! Die Funktionen meines supermodernen Dissemination-Druiden steigen eure jährliche Vorgänge. Es geschafft! Was das? Waren das alle? Wir müssen los, Adi. Alles klar. Verschwinden wir von hier. Ihr hattet einen schwierigen Weg bis hierher. Ich hoffe, er wird jetzt einfacher. Macht euch um uns keine Sorgen. Wartet! Vielleicht können wir den Lastenaufzug ja doch reparieren. Dann hätten alle da unten eine Chance. Wir müssen los. Jetzt. Sonst war alles umsonst. Ihr werdet es nicht schaffen. Es sei denn, ihr beide arbeitet zusammen. Komm schon. Ohne dich schaffe ich das nicht. Alles klar. Ich bin dicht hinter dir. Ihr beiden solltet jetzt besser gehen. Ich hoffe, wir haben das Richtige getan.
müssen uns beeilen.